ich Barfi auch immer. Wenn du mir sagst, egal, entscheide ich nach meinen, wie ich Bock habe, sage ich immer. Alte Freunde. So. Und das ist sogar noch nach Navajo. Da, wo wir endlich mal glücklich verliebt sind. Ja, es ist jetzt nach dem Oberkörper, ne? Mhm, nach meinem Freund. Nach dem Indianerstamm, da wollte ich schon mal drüber reden. Die Indianer. Oh, wir treffen Cole wieder. Und wir sehen gut aus. Cole hat sie auch richtig in Schale geworfen vor uns. Jodie. Meine kleine Prinzessin. Oh. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen. Und voller, voller Sorgen. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Können wir Cole trauen? Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit Hilfsboot kam. Der mächtigste. Das ist das Finale, wahrscheinlich das Ende. Macht ihn kaputt wieder. Ihr arbeitet mit der Army? Oh, Nathan hatte gar keine Wahl. Sie finanzieren's. Dafür fordern sie die intensive Erforschung möglicher militärischer Anwendungen. Unglaublich. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Aha. Auch sie war begabt. Und der Vater? Weißt du, ob es über ihn irgendwas gibt? Sein Name war Jonathan Nichols. Er starb vor der Geburt. Herzversagen. Mehr weiß ich nicht. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Keiner davon kommt auf die Idee, Cole zu jagen. Beschatten. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Nicht mal Kohle. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Aber auch ein schönes Bild hier. Ich glaube, der lebt nicht mehr lange nach so einem Bild. Das ist ein Jiraiya-Moment. Dass Naruto langsam ausstirbt. Ja. Obwohl jetzt die Pain. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Ja, es ist vorbei. Kohle.
Ich habe jetzt mit dir abgeschlossen. Du warst ein cooler Typ. Ich mag dir als Charakter. Ich glaub, du beschützt den mit deinem Leben, Aiden. Ich beschütze ihn mein Leben, was ich kann, aber ich hätte das Spiel zwingt mich dazu, ihn tot zu sehen. Du hast trainiert. Dein Schild geht jetzt größer. Ich weiß echt nicht, Jody. Keine Wache am Turm. Kein Mensch parkt hier. Irgendwas stimmt hier. Wenn ich in einer halben Stunde nicht wieder da bin, fahr einfach. Hey, ich warte doch jetzt nicht im Wagen. Cole, warte! Digga, der ist richtig tot. Der ist so tot. Der ist richtig lebensmüde. Rettest ihn. Ja, ich tu, was ich kann. Hey, dann guck nach, ob er in Gefahr ist. Ich kann nichts erkennen. Eine neue Ecke gefunden. Das ist ein Busch. Aber ich muss sagen, ich mag die Haare jetzt, die du hast. Ja, in dem Ort waren wir schon mal. Magst du meine Haare? Das Schönste, was dein Junge jemals zu mir gesagt hat. Guck, wie sie im Wind flackern. Nee, wirklich. Ich finde, wenn ich eine Freundin hätte, wenn die so aussehen würde. Top. Niklas, guck mir in die Augen. Niklas. Hallo. Hast du mit dir aufgewacht? So sehe ich morgens früh auf. Oh, schön. Aus. Hey, guck mal, ich muss die Jacke wegmachen, damit es authentischer ist, als wäre es gerade morgen früh. Guten Morgen, Niklas. Letzte Nacht war wunderschön. Ich habe uns beiden schon Kaffee gekocht. Kannst du das... Aber leider endet der Traum. Okay. Was kann ich? Ich wollte sie küssen. Ach so. Das funktioniert nicht. So, zum Mund. Ja, dafür muss ich in der Ecke gehen, dann kann ich das vielleicht machen dazu. Nee, weil... Das ist die Kamera. Ja. Meine Cam halt, ja? Und das Bild war gerade gut mit dem Mund. Du warst mich bei meiner Schulter so. Kamera irgendwie sehen, dass ich. Ich sag dir Bescheid, wenn es. Das ist natürlich jetzt wichtig. Ich muss in irgendeine Ecke gehen, dass die Kamera direkt ins Gesicht geht. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Ich lute nein. Erlaubnisschein. Gott, ich wusste, ich habe was vergessen. Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Brauchen wir nicht. Du brauchst den Erlaubnisschein nicht. Wir sind nämlich ein Jedi. Ich find's raus. Guck am PC nach. Hoch, links, rechts drücken. Ich kann nichts machen, oder? Kann. Links von dir war das? Okay. Ich habe gar kein Dings gesehen. Treffer! Nora Level 7. Stock, Zimmer 43. Wollte ich gerade sagen, 743. Also. 743, das kann man sich doch bemerken. Mach die Kamera da kaputt. Weil ich die Möglichkeit habe. Was jetzt? Aiden, öffne irgendwie diese Tür. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Dann mach den PC kaputt oder sowas. Oder was immer du willst. Oh, jetzt komm schon. Jetzt noch die andere Kamera da oben weg. Sehr gut, Aiden. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. Der Aiden. Für alles. Gerne. Der kriegt's eh nicht mit. Der ist ein bisschen dumm.
muss irgendwas geben. Das sieht voll gruselig aus. So schwarz. Ja, Spiel, ich weiß, wo ich hin muss. Da lang. Nein, er ist zu weit weg. Kann ich einfach die Tür aufmachen? Oh, Stuhl! Ja, da. Alle Stühle. Oh ja, jetzt wieder aufstehen und kommen. Da hat der Tisch gehört. Da oben ist eine Kamera, die muss erstmal weg. Sind noch mehr Kameras, wenn wir schon dabei sind? Ja. Da kann ich nicht hin. Oh, das war gut. Die eine Kamera konnte ich nicht anvisieren, ne? Also. Macht einen. Ich bin ein Doktor. Dave Norman. Ja, ich guck mir an. Null! Ach du Scheiße! This escalated quickly! Ich wollte. Also Navik, ich dachte, dass da war nicht klar, dass ich das jetzt so übelst kaputt mache. Das ist okay. Wird es ja wohl. Nein. Scheiße. Geisteskranke macht mir Angst. Finden wir Zimmer 3 und 4. Wir müssen da nichts vergessen. Wir untersuchen das bis ins kleinste Detail. Sonst gibt's mehr Probleme. Der Teufel steckt im Detail. Oh, keine Sorge. Ich sag's niemandem. Sie verstehen das nicht. Das bleibt unser Geheimnis. Hm. Wow, ich bin bis hier hinten hingereist. Ich wollte eigentlich in diesen. Ach, ist das der Raum hier? Irgendwas kannst du doch im Flur machen. Ja, da war. Ja, genau, das meine ich ja. Jetzt bist du im Flur. Wo ist die Kamera? Da wollte ich hin. Das ist ein guter Punkt. Hoch, 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 links. Da wollte ich hin eigentlich. Hoch und dann hoch, hoch, hoch. Da, da, rechts, rechts, rechts. Hoch, ja. Ich hab's gefunden, Jody. Warum bist du denn vorausgegangen? Da waren noch Kameras. Was macht der? Der dehnt sich. Okay. Ich will mir erst mal alle Räume reingucken, ja? Vielleicht okay. Ist ja ein Bonus, den Navik braucht für. Boah, ich bin schon wieder bei diesem komischen Typ. Naja, hier wollen nicht mal die Geister sein. Da kannst du gerade nicht weg von mir. Okay. Aber hier bestimmt. Kamera. Oh, zu weit! Aber da ist auch eine Kamera. Kannst du nicht mal mit. Das sind da die Kamera zu erwischen. Damn! War da was blau vorhin? Kann auch hier rein? Hast du mir irgendwas zu sagen? Lass mich allein! Okay. Er sieht dich einfach. Lass das. Ich bitte dich. Bitte, stopp! Ja, ist ja gut. Ja, nicht so. Geh weg! Geh hier weg! Okay, da muss. Eine Überwachungskamera da rechts. Bei dem Mann eine Überwachungs. Da, bei dem. Da siehst du sie? Ja, Problem nur, ich habe Angst, dass ich das trigger, dass es dann direkt losgeht. Okay, jetzt aber mal kurz da sprinten.
Okay. Wir wollen ja mal überall reingucken. Überall mal reingeguckt. Kannst dadurch okay. direkt weiter, oder? Den Raum nehmen wir an. Okay. Eine Kamera! Du bist einfach der Beste. Laufen wir den Gang aber noch mal kurz weiter geradeaus. Wenn das geht. Maybe. Dann können wir da auch noch mal gucken. Auch die nächste Kamera dann nehmen. Oh, dann sag dem mal hallo. Okay. Weird. Okay. Aber da ging's ja noch irgendwo hin, oder? Das ist das Ziel. Was hast du für Probleme? Hast du okay. Bei der 40 waren wir noch nicht, ne? Weiß nicht so. Du musst jetzt damit aufhören. Du folterst mich. Ich brauche jetzt Schlaf. Verstehst du? Ich brauche meine Ruhe. Ja, genau. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Okay. Ich hätte. Okay, da würde ich das Spiel auch nicht hingehen lassen, wette ich mit dir. Da ist die Dulle, Mama. Ich will Mamas Klo sehen. Hm. Wir gehen da jetzt einfach selber rein. Von hier kann ich nicht da rein, aber... Ich hoffe, es ist einfach nur merkwürdig platziert, ne? Ja. Ach, das sind die beiden. Ich kann mir Kohl irgendwas machen. Ach, nee. Oder? Hat Kohl auch so ein oranges Ding? Nee, nee. Nee, ja, komm. Er hat ja auch eine blaue Augen. Kein Bonus. In keinem Zimmer gibt es eine Belohnung, dass wir nachgucken, ne? Genau, wir sind jetzt hier, um nicht reinzugehen. Mom, ich bin's. Oh, direkt. Rudy. Direkt überfordern. Mhm. Ja, wir nehmen die Hand. Die hat aber keine Indianerdecke bei sich, ne? Ja. Und nicht reden kann. Ich bin deine Tochter. Ich bin deine Tochter. Mir ein. Okay. Ach, jetzt. Hilf mir. Los, saug ihre Hose ein oder so. Voll emotional, aber wir saugen an der Hose. Wenn das ein Mann wäre, der es helfen würde, würde es sehr weird aussehen. Ach, der Raum, den haben wir kaputt gemacht. Wirklich toll. Die Mutter und der Vater, beide sind begabt.
Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber sie ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Bitte! Ich will sie sehen! Das haben wir doch schon mal gesehen. Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Was kannst du dafür als Säugling? Entschuldigung. Es war meine Schuld. Hätte auch einfach mal unbegabt sein können. Tut mir leid, dass ich 3 Minuten alt war und so verkackt habe. Hätte sie alle wegschleudern müssen. Oh, oh. Was ein... Was willst du mir zeigen? Okay. Zerstör das Ding, Aiden! Zerstör es jetzt! Lass meine Mama frei! Meine Kleine! Meine Tochter! Solche Angst, ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Joe. Ich hab dich so vermisst. Ich schwör dir, sie hat dich damit abgefunden. Was haben sie mir angetan? So nach über 20 Jahren? Die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Das war Diebstahl. Dann haben wir endlich mal was von unserer Mutter. Sie hätte es auch gewollt. Danke, Aiden. Ach, gerne. Oh! Nein! Okay, wir können diskutieren. Die rote Aura ist der Tod. Du befreist sie. Wobei, du befreist sie aus ihrem ewigen Gefängnis. Ich diskutiere nicht. Vorbei. Dann. Du diskutierst das nicht? Nö. Okay. Dann lebt sie. Es ist immer Hoffnung. Wenn du das Gefühl hattest, ich will dir was verbieten. Nee. Also, wenn es so ist, na dann. Spaß! Spaß, Spaß, Spaß! Ich wollte halt nur nochmal betonen, dass ich dir nichts verbieten wollte, ne? Tatsächlich hätte ich dabei ein sehr schlechtes Gewissen. Das ist eine interessante Diskussion, ne? Aber du bist Aiden und du willst das nicht. Weil an und für sich ist sie hier auch für immer gefangen. Niemals frei, immer unter Drogen. Das wissen wir ja nicht, wie es noch ausgehen wird. Okay, das stimmt. Hoffnung ist immer. Vielleicht stürzen wir das Militär und holen unsere Mom dann ab. Und außerdem Mom, ist das nicht wieder. So. Ja, und wenn du das diskutieren willst, ja? Dann ist das so. Sie wird ja jetzt nicht dort festgehalten, weil sie irgendwie, wo man sagt, sich so kränklich halt beeinträchtigt, wo es halt keine Hoffnung gibt, wo es wirklich nur Leiden ist, ja. Da hätte ich gesagt, okay, ja, dann muss man das situationsbedingt entscheiden. Und
aber die Situation ist einfach so, sie wird ja festgehalten gegen ihren Willen. Und dementsprechend bin ich komplett dagegen. Und auch wenn sie es wollen würde, würde ich es nicht tun. Weil sie nicht weiß, was sie labert und dafür dankbar sein würde, wenn sie diesen Scheiß überlebt. Argumentation Ende. Wow! Cole lebt aber noch. Ja. Noch. Damit haben die sich jetzt auch keinen Gefallen getan, mich hier gefangen zu nehmen. Oh Mann, ich bin wieder in meinem Zimmer. Es sind die Wikinger, die uns gefangen genommen haben. Bin ich. Aber was für ein Zimmer? We're 51, let's go! Hey, jetzt soll ich lesen oder was? Wo bist du zur Hölle auf einmal? Am Boden steht wahrscheinlich was. Wahrscheinlich irgendeine militärische Basis. Zelt aber eine vom CIA? Am Boden. Einen unstylischen Teppich auf jeden Fall. Hätte ich da lieber so einen schwarzen oder einen grauen Teppich hingetan. Einfach eine Bong am Tisch. Ignorier, dass Bong das eine Wasserkaraffe ist. Das ist eine Bong. Ich ignoriere, dass das eine Wasserkaraffe ist. Das ist eine Bong. Jetzt das geheime Buch zum Geheimgang. Hier ein Buch ziehen und einen Geheimgang öffnen. Ja, das erwarte ich da auch irgendwie, dass das sowas kommt, das erwarte ich da. Das Regal sieht voll danach aus, sowas fährst du nach vorne so mit Schienen. Ist da irgendein Buch blau am Leuchten? Nö. Ich war ja vorhin draußen. Gut. Digga, das Bildschirm. Hä? Und hängt eine Jacke. Ist das? Auch ein alter weißer Mann, wer hat das gedacht? Okay, der rendert schnell gerade ein Video. Der rendert gerade ein Video. Das ist ein YouTuber. Oh! Oh! Das ist Nathan. Fingerabdruck, okay. Beim Jet. Oh, Nathan steckt da, glaub ich, tiefer drin, als wir denken. Nur, ich will hier jetzt nicht den Teufel bei Nathans an die Wand malen, aber diese Kugel gibt Spielraum zu Spekulationen. Der Kondensator. Diese Idioten. Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jody, schön, dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Komm her, setz dich doch. Wenn wir die Bong dazu holen. Und wie geht's dir? Echt Bock. Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Eiden anlegen. Cole? Wo ist Cole? Er ist daheim, es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst, es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. So gelogen. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Wenn er jetzt was weiß, vertraue ich ihn nicht. Nora, ich vertraue ihn nicht mehr. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter?
Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aha. Ja, das habe ich noch sehr schnell gesagt. Wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe dich beschützt mit allem, was ich hatte. Habe ich gesehen. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA? Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jody. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in diese bösen anderen Länder. Was bedeutet, Jody? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Lüge. Steckst immer drin. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Ja, aber im Notfall öffnet ihr Idioten das Portal selber. Also. Ich will wissen, wer jetzt hier alles gebraucht. Hä? Nur 70% haben die Wache abgelenkt? Oh, ich hab wieder bitte warten. Oh ja, warte einen Moment. Wir haben richtig, 69. Nora in der Hölle leiden lassen. Was ist das denn für eine Interpretation? Das ist ja frech. Weil ich kann deine Argumentation nachvollziehen und dann einfach zu sagen, Nora in der Hölle leiden lassen, das ist also ja schon frech. Also das ist frech. Meine Argumentation vom Verstärker ist das, was da steht. Will ich nebenbei anmerken. Man versteht meine Argumentation, denke ich. Ja, yeah, ich finde, Nora in der Hölle leiden lassen, was ist denn dann das andere? Nora erlösen? Das ist schon eine ziemlich eindeutige Nachricht. Diese 72%, die sich dafür entschieden haben, das zu tun, ne? Die haben bestimmt nicht so krass so halt nachgedacht. So. Weißt, ich denke, die haben einfach getan, weil sie es können. Oder waren selber erschrocken, dass es passiert ist. Oder? Ja. Vor allem vor allem nur 17% haben die Wache abgelenkt. Ja, keine Ahnung. Wie? Waren die schlecht? Nee, wir waren die 17%, wir haben ja verkackt. Also. Ja. 83% haben sie nicht abgelenkt. Die haben verkackt. Wir haben gut in dem Moment. Dann mit Eiden erkundigt. Medaillon genommen, 98%. Wir haben eigentlich einen optimalen Weg in meinen Augen genommen. Aber diese, was da steht, ist für mich ein bisschen sehr krass. Es ist quickly, hatten wir, merkt man auch bei den Prozenten. Aber an sich finde ich, dass wir den optimalsten Weg genommen haben. Da kann mir keiner was erzählen. Ja. Also klar, diese ganzen, wann ist ein Leben nicht mehr lebenswert, ist eine schwierige Diskussion, aber deine Argumentation war schlüssig und das hier ist ein bisschen frech. Oh ja. Also dann wird der nächste Teil auch so frech. Ja, haut rein! Nächste Folge vielleicht Flughelikopter. Oh ja, direkt ins CIA-Hauptgebäude. Das wird direkt, Knaller. Direkt auf Nathans Kopf. Und mit Helikopter meinen wir ein U-Boot. Und Helikopter wir werfen mit einem U-Boot nach Nathan. Also schaltet ein. Und das U-Boot legt eine Eier, kommt Mutant raus. Ist richtig. Und es ist aus Russland und hat eine Atombombe drin. Und dann kommen die Aliens und erlösen uns. Und sind auffallen in die Balkon. Dann lassen uns alle in der Hölle leiden. Ja. Und die Aliens setzen sich dann hin, denken sich, wen haben wir umgebracht? Und gucken dann South Park, um über die Menschen zu urteilen, die sie gerade ausgelöscht haben. Und dann. Ja, was stellen die dann fest? Dass wir dann neu geboren werden und die Reinkarnation von Gott sind. Okay, cool. Bis dahin, ciao. Ciao.